und ihn dann mal da reinschicken. Das heißt, Tor zu Ende machen wir zu. Und dann werde ich mal John Stealth aktivieren. Mal sehen, was. Oha. Das hält nicht so lang. Das heißt, wir müssen das auf jeden Fall. Ah, aber es lädt sich wieder auf. Okay. Gut, dann werde ich jetzt mit John den nächsten Raum erkunden. Das heißt, wir machen auf jeden Fall. Okay, D8. Wir müssen da eine Schleife programmieren. Danach Stealth. Und danach Navigate John Raum 5. Okay, schauen wir mal, was da dann drin ist. Okay. Scheint sauber zu sein. Und wir haben. Oh Gott. Ist nicht euer Ernst. Ich lass mal Stealth deaktivieren. Oh verdammt. Stealth ist wieder aktiviert. Wo kam das her? Wo kam das her? Ich dachte, der Raum war leer. Wir müssen das mal hier raus und so ein Stealth aufladen. Halt. Okay. D8 und zu. Alles klar. Stealth können wir wieder deaktivieren. Puh. Zum Glück. Jetzt haben wir in Raum 3 irgendwas eingeschlossen, was auch immer das war. Okay. Aber wir haben tatsächlich Colin gefunden. Das ist ja natürlich ein ziemlicher Witz, aber egal. So, Colin, du siehst noch gut aus. Ich glaube, das können wir bergen. Das heißt, D9 können wir aufmachen. Öffnen. Okay, dann holen wir Wally und der kann mal dann hier. Achso, welcher Raum ist das eigentlich? Ah, 7? 5. Okay. Dann hol mal Colin. Den holen wir uns mit an Bord, mal sehen. Okay, sieht soweit ganz gut aus. Gut, Wally. Wie wär's denn mal mit. Nein. Ah, halt. Wir brauchen ja hier alles klar. So, wie wär's denn, wenn du den jetzt. Okay. Navigate. Okay, 3, R1. Bring den zurück nach Hause. Colin, willkommen zurück. Alles klar. Und danach schließe ich die Tür wieder, damit nichts Böses rausfleucht. So. Okay, als nächstes müssen wir D5 öffnen, aber da gehe ich wieder mit Stealth rein, definitiv. Stealth. Und dann Navigate, Drohne 1, Raum 4. Alles klar. Ich hoffe, das funktioniert. Alles klar, funktioniert. Oh, viel zum Sammeln drin. Okay, scheint leer zu sein. Stealth deaktivieren. Alles klar. Du kannst dabei alles aufsammeln, was hier drin ist. Kümmere dich mal, hoffentlich finden wir ein bisschen Sprit hier drin. Ja. Okay, du kannst dir unseren Colin jetzt hier loslassen, ist okay. Und du musst dich jetzt D4 können wir öffnen und Navigate 3 R4. Du, jetzt können wir das mal probieren, ob wir hier einen Köder legen können und dafür sorgen, dass dieses Teil von da unten wieder zurück in Raum 4 verschwindet. Und wir es da einschließen können. Was auch immer das war, ne? Okay, versuchen wir das mal. Okay, ist gesetzt. Tja, am besten, um sicher zu gehen, dass das funktioniert, werde ich wohl schon unsichtbar im Stealth vor Tür 8 warten lassen, denke ich mal. Na, und du gehst in den Raum, alles klar. So, D4 machen wir wieder zu.
Okay, und dann schauen wir mal. Halt, jetzt hätte ich fast D10 aufgemacht. Das wäre fatal gewesen. Okay. So. Ich gehe mal hier so, damit du das im Auge behältst, was jetzt hier rauskommt und hoffentlich in den nächsten Raum wandert. Alles klar. Okay. Stealth. D8. Mehr brauchen wir eigentlich erstmal nicht machen. Mal sehen, ob es wirklich da durchkommt und auf die Beute reagiert. Es kommt tatsächlich. Sieht aus wie eine andere Drohne. Komm, hinfort mit. Ist egal. Okay. Egal, es kann jetzt in Raum 5 oder Raum 4 sein. Werden wir so jetzt nicht rausfinden. Ich mache erstmal Raum 5 zu und klär das dann später ab. Und wir brauchen erstmal unseren Q-Bot im Raum 3 und dass der uns vielleicht noch ein bisschen Strom liefert. Okay, Q-Bot. Du bist gefragt. Los geht's. Ja, so, Generator. Ach so, ja, wir brauchen ja den. Du machst doch jetzt unseren Strom, alles klar. Jetzt ist natürlich die Frage, ne? Können wir etwa auch da drüben, das A2 sieht aus wie eine weitere Schleuse, können wir etwa auch von der anderen Seite mit unserem Schiff andocken? Es wäre ja eine coole Sache. Ich mache jetzt auf gut Glück auf und mache mit schon mal einen Abstecher rein. Ob das dann eine gute Idee ist, weiß ich nicht. So, John. Ab in Raum 6 mit dir. Und danach machen wir die Tür schnell wieder zu und hoffen, dass da nichts Böses dahinter steckt. Bereit und los. Ah, wir können umdocken. Okay, dann gehen wir mal einfach an Andockschleuse 2. Kleinen Moment. Ihr haltet hoffentlich durch. Alles klar. Öffnen wir mal A2. Und John, du kannst wegen mir gar vor machen und sammle mal das Zeug ein, was du hier so findest. Gibt es hier nicht noch mehr? Ja. Ist auf jeden Fall eine reiche Ausbeute an Scrap gewesen und unseren John hat es leider ein bisschen erwischt, das eine Mal. Okay, jetzt nochmal gar vor und dann könnt ihr alle zurück an Bord kommen. So, Navigate. 1, 2, 3. Und ihr kommt in Raum 1 rein. So, alles fertig? Gut. Dann Abmarsch. Wir sind fertig hier. Leider immer noch keine Antworten bekommen. Aber ich hoffe, irgendeines dieser Schiffe hier im System muss doch mal was verantworten. Und was auch immer das für ein Teil war da. Ich würde sagen, wir können abdocken, Schleuse schließen und weg hier. Mal sehen, was wir aus Colin machen können. Ah, wir haben tatsächlich eine Einheit Treibstoff gefunden. Und Colin gehört jetzt endlich zu unserem Team. Na, das kann nur gut werden. Oh, wir haben ein Interface mit Colin und einen weiteren Garfer. Das ist gut. Und wir müssen John reparieren. Er hat ein paar Kratzer abbekommen. Ja, dann schauen wir mal rein. John. Können wir noch was craften? Ich würde noch einen Generator bauen. Assemble new Generator Drone Upgrade. Okay. John. Repair full.
Alles klar, kostet plus 3 Scrap, das haben wir noch. Okay, execute as assembled. Wunderbar. So, dann schauen wir mal, was wir denn mit unseren Drohnen hier machen. Colin, du kommst auf. Oh, Colin, ich muss mir reparieren. Ich werde auf jeden Fall Colin noch das, den zweiten Generator geben. Okay. Der hilft uns dann auch ein bisschen Licht in die Sache zu bringen. Aber erst müssen wir Colin reparieren. Colin. Okay. Repair by 10. Increase Speed. Increase Max HP. Okay, wir brauchen 8 Teile, um ihn voll zu reparieren. Das funktioniert leider nicht ganz. Aber wir können für die restlichen 5 reparieren und mal sehen, was passiert. Ah, ist angesprungen. Schönes Ding. Okay. Ah, ist jetzt nicht so shiny und nagelneu, aber wir können ihn mitverwenden. Alles klar. So, du bist jetzt mit im Team, Colin. Freust dich. So, du könntest noch einen Generator mitnehmen. Zack. Alles klar. Sieht gut aus soweit. Dann bewegen wir uns mal zum nächsten Schiff. Tja, zu welchem machen wir? Alles beides gleiche Entfernung. 25 Jahre. 17 Jahre. Und irgendeine Verseuchung wurde festgestellt. Wer weiß, was da wieder an Bord ist. Ich habe keine Ahnung, was das für Teile sind. Aber es ist auch zu gefährlich, selber an Bord zu gehen. Ah, liebe Leute, gut. Wir schauen uns das mal an. So, Sprung erfolgreich durchgeführt. Schauen wir mal an, was es hier so an Bord gibt. Colin ist diesmal mit dabei. Unser Schiff ist auch 25 Jahre alt. Ach nee, verkehrt. Das war natürlich das Zielschiff. Aber Hülle sieht auch noch gut aus. Das müssen wir uns jedenfalls keine Gedanken machen. Dann ab an Bord. Okay, docking successful. Successful, meine ich. Royal Transport, okay. Logs corrupted. Crew. 3. Aktuell unbekannt. Mal sehen, was mit den Leuten hier passiert ist. Okay, wir sind an der oberen Seite angedockt. Dann öffne ich mal die Schleuse und hoffe, dass wir nicht gleich uns fremde Gäste an Bord holen. Colin, du bist prädestiniert, als erstes zu gehen, weil du vorne sitzt, aber wir brauchen als erstes John. Der hat den dickeren Pelz aktuell noch. Okay, wir haben den ersten Power Generator gefunden. Okay, wie wär's denn dann mit... Ich glaube, das war Kubert, ne? Das waren auch die 2 und das war im Raum... Keine Ahnung, welchen Raum sind wir hier? Shit. Ah, Raum 2, okay. Sorry. Okay. Du kannst dann gleich mal dich um den Strom kümmern. Ich meine natürlich Kubert. Ha. Oh, D15 ist offen. Tja, wie rum gehe ich jetzt am besten? Okay, wir wissen vermutlich, dass Raum 3 erstmal clean ist. Da schaue ich mit schon mal rein. Oh, ist hier noch ein Power-Generator. Da können wir Colin gleich dazu holen, okay? Okay, dann wäre es erstmal mit... Sammeln wir mal dieses Scrap ein, damit wir hier noch ein bisschen Zeug machen können. Und dann, Colin, dein Einsatz. Navigate 4 ist natürlich eine neue Tastenkombination. Alles klar. So, und dann kümmere dich mal um den Strom. Damit wir ja das ganze Ding abpowern.